Willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal bei einer neuen Folge von Watch Dogs 2. In den letzten Folgen haben wir uns nur ein bisschen ausgerüstet und ein wenig in die Grundfunktion eingeschnuppert hier in diesem Game. Dafür werden wir jetzt hier in dieser Folge endlich mal mit einer Mission durchstarten. Und zwar haben wir jetzt vor, den Dolores Park zu erreichen, der sich zu unserem Glück direkt vor diesem Gebäude befindet. Und wir starten damit auch jetzt direkt erstmal los. Nun, was habe ich in dieser Folge vor? Und zwar möchte ich endlich mal hier die Story-Geschichte etwas voranbringen, damit auch endlich mal etwas Action aufkommt. So, wir machen jetzt direkt auf den Weg nach draußen. Missionen und Fortschritt. Entdeckung, Welt erkunden. Es lohnt sich, die San Francisco Bay Area zu erkunden. V, schalte dein NetHack überall um, um Belohnungen und Operationsinfos aufzuspüren. In interessanten Gebieten gibt es immer etwas zu entdecken. In Sperrgebieten findet man oft Tüten mit Geld, Dollarzeichen, sehr viel Geld. Wenn du interessante Gegenstände einmal entdeckt hast, werden sie in Noodle Maps angezeigt, okay? Ich denke, das werden wir in den späteren Verlaufen der Folgen noch etwas näher sehen. Bist du besoffen, Penner? Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durch... Fraktionen und Konflikte, Zeugenanrufe. Wenn ein Zivilist die Polizei ruft, Anrufe, die Markus gelten. Wenn der Anruf getätigt wurde, treten die Gesetzeshüter auf den Plan. Ziele mit deiner Waffe, rechtsklick, setze Nahkampf F ein oder aktiviere einen Ablenkungshack, um den Anrufer zu unterbrechen. Okay, an dieser Stelle werden wir jetzt erstmal hier diesen Ablenkungshack ausprobieren, da wir den ja im Skillbaum in der letzten Folge gekauft haben. Führen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DedSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos und kriegen wir. Funktioniert. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Entdecke Nebeloperationen. Die App ist ein Data Mining Tool. Der ist tot. Okay, okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DedSec App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Tester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Orbs. So viele Schandflecke in dieser Stadt. Überall Werbetafeln. Okay, und hier sind wir schon bei der ersten Nebeloperation angelangt. Ich habe während dem Gespräch mit NetHack nach dieser Person gesucht. Und wir werden jetzt auch direkt mit dieser Person auch sprechen. Qué onda? Hey, also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcaney hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was will ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album? Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? Der Name Gene Carcaney sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht. Als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcaney? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Neue Operation, ein hoher Preis. Okay, wir werden die Story hier natürlich jetzt direkt mit Bobo Dix fortsetzen. Okay, ich versuche jetzt erstmal im Handy mit der DevSec-App die Mission zu verfolgen. Operation, ein hoher Preis. Und zwar, Missionsziel, hacke Bobo Dix Telefon in San Mateo, Briefing.
Um dem Pharma-Magnaten Gene Carcani eins auszuwischen, brauchen wir einen Beweis, dass wir Bobo Dex sind. Das bedeutet, dass wir uns bei Dex einen unveröffentlichten Track besorgen müssen. Du findest ihn in San Mateo. Okay. Das Ganze gibt uns auch noch 13.000 Follower dazu, wenn wir erfolgreich sind. Wir verfolgen jetzt erstmal die Mission und starten natürlich direkt durch. Mal sehen, bis zum Ziel sind es 1,5 Kilometer. Wir suchen uns dafür jetzt erstmal ein Auto. Okay, mal schon direkt ein verlassenes Auto. Im Ernst? Ja, weiß nicht. Recht nach dem Versuch. Und natürlich haben wir direkt noch die Polizei an der Backe, beziehungsweise erstmal ist sie auf der Suche nach uns. Noch ist keine Verfolgungsjagd, aber ich denke, wir werden diese jetzt ohne Probleme abstimmen können. Okay, das war wieder beim Thema mit der Handbremse das Fahren üben. Oder einfach mal etwas vorher vom Gas gehen. Keine Lügen mehr, Leute. Keine Lügen mehr. Ein Kilometer. Habe ich das Spielereien fast die Ausfahrt verpasst? Marcus? Leute? Der Cyberdriver-Trailer ist draußen. Oh ja, super. Hey, seht ihr nicht ohne mich an. Wir sehen uns im Hackerspace. Bin unterwegs. Neue Operation verfügbar, Cyberdriver. Wir werden uns natürlich diesen Trailer im Anschluss sofort im Hackerspace anschauen. Aber erst führen wir hier diese Mission zum Ende. Da ich jetzt auch schon gespannt bin auf den Verlauf dieser Mission, was uns dort erwartet. Da sind wir jetzt auch schon fast am Ziel. Einmal kurz abbiegen. Und da wären wir. Hier bei dieser schönen Poolparty. Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Aucklands Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein Zitat: betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Eine New Dawn-Sprecherin sagte, die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun und behauptete, die Stadträtin Comey buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. Okay. Also während hier gerade der mit ins Stream lief, habe ich jetzt nochmal kurz hier mit den Cooldown gespielt. Und da ist auch schon dieser Bobo Dex mit einem Einkommen von 2 Millionen Dollar. Er ist Musiker und wir werden den jetzt natürlich direkt hacken. Okay, Missionsziel ist erfüllt, das war's auch schon. Das war nicht wirklich kompliziert, diese Mission. Ich habe einen neuen Bobo-Track, den die Welt noch nicht gehört hat. Wie kommt das Soundboard voran? Yo, ich bin Bobo Dex, Bitch. Perfekt. Also, wie kontaktieren wir Carcani? Ich besuche mal sein Anwesen. Bei der Aktion muss ich sein Gesicht sehen. Erstmal 13.000 Follower plus. Und unsere Mission lautet jetzt, hacke dich in Gene Carcanis Anwesen. Jetzt bin ich mal gespannt, was dort so passiert. Jawohl, da ist er auch schon. Gene Carcani, ein hoher Preis. Hacke dich in Gene Carcanis Anwesen. Briefing, Carcani hat einen Anruf von Bobo Dex gewartet, um den exklusiven Plattenvertrag zu besiegeln. Wieso gaukeln wir ihm nicht vor, dass er ihn klargemacht hat und greifen ihm kräftig ins Portemonnaie? Und das Ganze gibt uns auch wieder 14.000 Follower. Das Anwesen befindet sich direkt um die Ecke eine Straße weiter. Noch sind ungefähr 400 Meter. Das ist übrigens gerade auch eine Möglichkeit, eine Ampelanlage auszuschalten. Humans are social creatures. Social media is about sharing who we are with the world. Invites. Und angekommen. Das ist das Anwesen ziemlich schlicht. Ich habe eigentlich etwas mehr erwartet für einen
so großen Unternehmer. Okay, wir sollen auf den Remote-Server zugreifen von CDOS. Und schon sind wir drin. Okay, Warnung, Fremdzugriff entdeckt. Knöpfen wir uns den Pharma-Clown vor. Das Arschgesicht hat's verdient. Okay, auf jeden Fall schon mal ziemlich geil gemacht. Wir sind jetzt live im Wohnzimmer dabei von Jean Carcani, diesem Investor, der einfach mal ein Einkommen von 1,7 Milliarden hat. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier kurz hier in diesem Zimmer um. Okay, mit dem Handy können wir was anstellen. Telefon für Zugriff hacken. Mal schauen, was sonst noch so gibt. Okay, PC hacken, Virus hochladen. Okay, Virus installiert. Was gibt's hier noch so? Ein Laptop können wir auch noch hacken. Und der zweite Hack durchgeführt. Und schon sind wir am Smartphone. Hallo? Was geht? Was geht? Wer ist da? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Ach du Scheiße. Ich bin ein Riesenfan. Nimmst du mein Angebot an? Ja, ich habe ein paar heiße Tracks. Echt jetzt? Fantastisch. Kann ich mal reinhören? Born and raised, bored and crazed, hate is blown the fuck away. Feeling lucky, you ain't the hero of the story. You don't go out in a blaze of glory. Make my day, tell him Boba sent ya. Scheiße, ist das krass. Dein bester Song, Mann. Gern geschehen. Das ist exklusiv, stimmt's? Sonst kriegt das niemand, nur ich. Yep. Wie läuft die Bezahlung? Bitch, ohne Kohle läuft nichts. Schon klar. Muss wissen, wie ich es überweisen soll. Ja, sieh nach. Ah, da. Die Kontonummer? Yep. Aha. Gesendet und bestätigt. Ist bei dir. Großartig, Mann. Da wird ein Traum für mich wahr. Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Was? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber Gott schuf sich selbst nach Bobos Bild. Was laberst du denn da? Yo, Bitch, hier ist Bobo Dex. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wow, was zum Teufel? Nein. Was? Komm schon, was macht ihr da mit mir? Warum ich? Komm schon. Ich gehöre zu den Guten. Das ist doch nur ein Geschäft, Mann. Ich hab Aktionäre, verdammt! Oh Mann, richtig geil, was hier gerade passiert ist. Und das hat uns natürlich diese Aktion nochmal gleich 14.000 Follower eingebracht. Leute, er hat gerade 20 Millionen für die Leukämie-Forschung gespendet. Bitch, ohne Kohle läuft gar nichts. Yo, wer war das? So, hier haben wir noch was. Oh, $19.544 dein Guthaben wurde dem Geld hinzugefügt. Denn Bitch, ohne Kohle läuft gar nichts. Okay, ich versuche jetzt hier erstmal über den Zaun drüber zu kommen. Hier bei der Tür geht's. Und ich würde sagen, 20 Millionen reichen noch nicht. Wir klauen ihm jetzt auch noch hier sein Auto. Jawohl. Und wir machen uns jetzt natürlich direkt auf den Weg zum Hauptquartier. Da ist es doch. Und schauen uns im Hackerspace den Trailer von Cyberdriver an. Ja, das Fahrgefühl ist ein ganz anderes, viel direkter, schneller. Dann macht das Ganze direkt mal Spaß, nicht die ganze Zeit mit so einer Schrottkiste durch die Gegend zu fahren. Aber ich gehe davon aus, dass dieses Auto auch verschwindet, sobald wir im Hackerspace waren. Neue Operation verfügbar, CDOS Hacks.
Okay, hier war ein Online-Event. Aber wie gesagt, Online-Events ignorieren wir erstmal und verfolgen die Hauptstory. Auch Nebenstories werde ich erstmal außen vor lassen. Du bist im Gebiet San Francisco. Noch 800 Meter bis zum Hackerspace. Ich hoffe, dass ich das Auto bis dahin nicht komplett verunstalte. Okay, das hat man davon, wenn man im Straßenverkehr mit dem Handy die Gasleitung hält. Glückwunsch, Marcus. Unsere Followerzahl steigt schnell. Wie viele von denen erlauben uns auch den Zugriff auf ihren Computer? Alle, darum geht's doch. Die geben uns Zugriff auf ihre Leistung. Wir bauen ein wachsendes Computernetzwerk auf, das uns stärker macht. Unser eigenes Cloud-Computing-Netzwerk. Unterschreiben die denn einen Vertrag? Hiermit übergebe ich meinen Prozessor an DedSec. Wir sind transparent. Sie wissen, dass sie uns vor der Installation der App Zugriff auf ihre Rechenleistung geben. Aber niemals auf ihre persönlichen Daten. Da braucht man viel Vertrauen. Silicon Valley würde für solche Zugriffsmöglichkeiten töten. Ihr gesamtes Geschäft basiert auf dem Farmen privater Daten. Aber wir kümmern uns um unsere Leute, Mann. Deshalb treten sie unserer Bewegung bei, um ein Zeichen gegen die Technokraten zu setzen. Okay, jetzt wissen wir, was es geht. Das Auto ist abgestellt, wir sind wieder im Comicladen und betreten direkt den Hackerspace, denn ich bin jetzt wirklich gespannt auf diesen Trailer. Mal kurz diese super geheime Tür. Und das ist auch schon Revenge, wir werden direkt mit ihm sprechen. Yo, Marcus, hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, Gott verdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver. Triff ihn mit dem Code-Strudelchip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normales KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyberdriver! Actionheld vom Feinsten! Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Jo, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. HMP Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DedSec. Naja, okay.
Auf jeden Fall beende ich die Folge hier jetzt an dieser Stelle. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal hier auf unserem Kanal bei der nächsten Folge von Watch Dogs 2. Bis zum nächsten Mal. Okay, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei uns auf dem Kanal und mit uns zusammen Watch Dogs 2 genossen habt. Was haben wir in dieser Folge erlebt? Auf jeden Fall haben wir Bobo Dex einmal kurz kennengelernt, seine Musikkünste uns kurz angehört und haben auf jeden Fall diesen Unternehmer Kakani ins Ausgewicht. Wir haben ihm 20 Millionen erleichtert und haben gleichzeitig noch sein Auto gestohlen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, so wie wir, und dass wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. In diesem Sinne dann, bis zum nächsten Mal.